Alter, sind die aus Metall oder was? Das ist immer das, was sie in Horrorspielen machen oder in Horrorfilmen. Es ist deine Schuld. Alles ist deine Schuld. Willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Part von Resident Evil 7. Die Mine habe ich gefühlt hinter mir gelassen. Im letzten Part haben wir erfahren, worum es in der E-Serie Evelyn geht. Wir haben das E-Nekrotoxin, um sie zu beseitigen, um sie ja zu töten. Und wir sind hier in der Mine, zurück zum Bikers-Anwesen. Haben genügend Munition, bekommen jeder Ecke Munition und ich denke, das ist ein Zeichen, dass hier noch ein paar Gegner auf uns warten. Apropos. Toll, Bettecke. Seid aber zum Glück. So, ich bin hier ziemlich. Ja. Ach so, jetzt plötzlich ist er tot. Gute Even ist tot. Erst hält er alles aus und zack, ist er tot. Natürlich. Also nochmal willkommen zurück. Ja. Zählt übrigens nicht, wenn man hier die ganze Zeit. Das ist ekelhaft. Alter! Ja, Nerval! Er sagt, ich gebe mir sowas von Affen zusammen. Junge, spinnst du? So was von ohne Witz. Gibst du gleich nochmal? Okay. Ich glaube, ich hätte mich mehr bewegen sollen. Ich glaube, ich darf mich hier nicht zurückziehen. Oh, komm ich sogar hoch. Das weiß ich ja jetzt auch schon schnell. Ach, die kommen hier auch. Ethan? Auf sich bewegen! Alter! Alles klar, weil sie so schnell sind, ne? Die so schnell sind. Kotzkrücken. Nützt eine Flinte. Dass sie doch wenig Schaden macht. Okay.
Alter, sind die aus Metall oder was? Ich bin am Konzentrieren. Tut mir leid. Danke. Okay. Ich hätte nicht gewusst, wenn der jetzt noch gestorben wäre, Even. Sind wir in den Mund? Ja. Danke. Ist auch nicht. Puh, ich komme nicht drauf. Aber wir werden schön entschädigt. Was hat der Kaffee gebraucht? Shit. Du, das ist schlimmer. Arena-Kampf mit mehreren Gegnern oder Arena-Kampf mit zwei starken Gegnern? Jetzt darüber diskutieren. Das eine Zeugs brauche ich eigentlich gar nicht. Ich behalte es mal. Ansonsten... R. Okay. Danke. Gut. Weiter im Text. Raus! Auch nicht schlecht, beschwer mich ja nicht. So, Minen sind ja immer prädestiniert für Arschloch-Szenarien, ne? Ja, nur. Ich bin gesund, ich habe so Blutflecken am Visier. Des Bergwerks, woher ich auch fertig bin damit, oder? So, habe ich das jetzt noch? Aber ich will es gar nicht wissen. Und wir sind wieder bei den Bikers. Ist das schön. Back to the woods. Bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg! Sie ist weg! Hatte ich hier nichts, Untertiteln? Tut mir leid, kurz. Das will ich jetzt nachschauen. Ist das schon wieder? Systemlasche, Musik, Sound, Dynamik, hä? Entschuldigung. Oh, hab ich. Das hat es ja nicht angezeigt. Und das haben wir hier. E001. Die alte Frau. Ja. Das Rätsel löst sich auf. Ah. Einwegstraße von mir aus. War das eine Vision oder hat uns Evelyn das gezeigt? Ich frage ja nur. Ja, wir kennen's. Palim, palim.
Gut. Lass mich! Das ist deine Schuld. Schnauze. Warum sehe ich das? Das ist immer das, was sie in Horrorspielen machen oder in Horrorfilmen. Es ist deine Schuld. Alles ist deine Schuld. Nein, was kann ich dafür? Ich wollte mich ja retten. Ich kann gar nichts dafür. Hör auf, mir so einen Scheiß zu sagen. Die Schwächung des Geistes. Du bist schuld an allem. Du kannst nichts. Du. Ich weiß nicht, es ist doch immer selber diesen Horror-Szenarien, oder? Übrigens wollte ich vorhin wirklich schauen, ob man Eve ins Gesicht sieht. Nein, ich konnte mich nicht schneller bewegen. Das ist ein Easter Egg, dass man Eve ins Gesicht nie sieht. Ist das schlimm? So. Ich weiß das gewöhnlich, dass ich sollte hier mit der Pistole rumlaufen. Ich habe das Gefühl, es war aber vorhin schöner, oder? Hier komme ich nicht mehr durch, da konnte man ja durch. Ach, die liebe Familie Bakers. Ein anonymer Evan Winters hat sie fast alle ausgelöscht. Ja, ja. Aber nett, dass man hier wieder alles sieht. Backward Roots quasi. Sie wartet immer noch. Ist also eine Illusion. Ach scheiße, ich habe gut die Munition verbraten. Ethan, ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt Bill. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt Bud Spencer-mäßig. Dusch! Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Aber ihr könnt sagen, was ihr wollt. Mia ist schon eine geile Tussi. Ich finde Mia nett. Ein bisschen schwierig, aber nachvollziehbar. Und fand ja die Action statt. Wir sind ja eigentlich von hier gekommen. Ich will jetzt mal alles untersuchen. Schnauze. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Nee. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Ah! Jetzt plötzlich, ne? Lass mich in Ruhe! Ja, warte jetzt mal. Ich tut mir ja nichts, oder? Das ist Illusion. Ach, ich kann nicht raus. Ich bin jetzt nach Hause gefahren. Okay, ich spiele mit. Kann sein Puppenkopf bluten? Er wird. Besser gesagt, Plastik bröselt. Gut, dann geht's mal nach oben. Ich finde aber übrigens fies, dass uns die Illusion tatsächlich... Wursch! Ja, keine Schokolade mehr im Haus. Ich wär ja hochgegangen, aber ich komme ja nicht raus. Hm? So, bleiben wir da bitte fair. Ach komm. So. Zeit für Arschtritte und Kaugummi. Ich hab kein Kaugummi mehr. Bewegen. Einfach ist. Nein, nein. Weg von mir. Stopp, stopp.
Wesen bekommt die Spritze. Du. Warum hassen mich alle? Ja, so ging es mir auch nach der ersten Impfung. Drama Queen. Irgendwie heilen würde ich mich wieder mal gehen. Die Waffe! Schluss mit den Spielchen! Mund auf! Ein Bereich zu haben. Nicht so blöd. Immer so übel. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Das sieht doch richtig im Teller anders aus. Warum hat das so lange gedauert? Weil wir noch essen mussten. Ethan? Mia. Du hast es geschafft.
Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer, sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Resident Evil 7. Biohazard. Okay, die Credits. Nach 2 Jahren dieses Let's Play beendet. Ich bin nebenbei aktuell noch am Aufnehmen von Resident Evil 8 und Pokémon Snap. Unter anderem sind gerade die aktuellsten, dann natürlich alle anderen Let's Plays. Aber ich hoffe auch, es nimmt auf. Vorhin hatte ich kurz einen technischen Ausfall bei der Tastatur und so. Und ich hoffe, es hat jetzt doch, nimmt es auf. Jedenfalls. Ja, Resident Evil 6 ist umstritten. Resident Evil 7 kam ein quasi Reboot, Neuausrichtung. Anlehnung an Silent Hills PT. Anders. Aber gut, Resident Evil-like, nicht Silent Hills-like natürlich. Mit der Demo und dem Anfang des Spiels hat natürlich gedacht, ja, um was geht es? Keine richtigen Zombies, dieser seit Resident Evil 4, eh nicht mehr in die Richtung. Weise gibt, was ich auch begrüße. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin mit Resident Evil 4 in die Serie eingestiegen. Ich habe natürlich davor, also es hieß ja Resident Evil Zero, Resident Evil 4 GameCube, saugute Grafik und all ihr Spiel mal kennenlernen möchten, gut reinstieg, aber bin nie wirklich warm geworden damit. Und mit Resident Evil 4, die eine weitere Ausrichtung, Neuausrichtung war mit Dorfbewohner, dem Galados, Third-Person-Ansicht und. Also gut, ich meine von über die Schulter. Habe ich mich da mal reingewagt und ja, ich finde das eines der besten Resident Evil Spiele. Dann 5 war, es ist einfach immer komisch, ne? Das hat man ja auch bei Resident Evil 7 und 8 gemerkt. Der Neuanfang ist immer sehr gruselig und das Sequel dazu ist immer ein bisschen actionlastig. Also Resident Evil 5 im hellen Afrika war dann schon wieder, ja, zu viel Action, aber es ist auch eines meiner Lieblings Resident Evil Spiele. Dann ein paar Zechs habe ich kaum gespielt, kann ich nicht beurteilen. Dann die Revelations Teile soll wieder sehr gut sein, da habe ich auch noch ein bisschen angespielt damals. Resident Evil 7 natürlich, wie gesagt, mit dem PT-Anlehnung und, mit der Demo, die man damals rauf und runter gesuchtet hat und bei anderen YouTubern gesehen hat und. Natürlich auch die ersten paar Stunden Resident Evil 7, bis man merkt, in welche Richtung das geht.
dass ja die Molded und so, man hat die Fragezeichen über dem Kopf, ja, was geht es hier? Aber dennoch, ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel, und ich hätte mir gewünscht, dass nach den Trailern und ersten Eindrücken Resident Evil 8 ähnlich wird. Unheimlich, mit Dracula-Thematik, mit Werwolf-Thematik, gut, sind ja da, aber für meine Meinung zu viel Munition, zu viel Geballere, zu viel, also es ist nicht ein Ballerspiel in dem Sinne, ne? Also da hat man hier am Ende auch so erlebt, aber ich finde, Resident Evil 8 hätte viel gruseliger sein sollen, auch wenn es ein sehr gutes Spiel ist, aber es ist eben so. Okay, und der allergrößte Kritikpunkt an diesem Spiel hier ist, und ich kann das auch nur bestätigen, Ethan Winters, sorry, deutsche Synchronstimme. Also alle anderen und auch im Resident Evil 8, die Dimitrescu-Töchter und so, alle saugut sind synchronisiert. Oh, du bist lecker. Und alle. Und hier, oh, so, ich muss Mia finden. Oh, du blöde Endgegner. Oh, du, aber Alter. Wenn er dann ein bisschen aus der Haut fährt, even in Resident Evil 8, ist das wieder unglaubwürdig. Ich weiß nicht, aber wurde irgendwie der Spagat. Der Konst ist nicht gefunden. Ich weiß es nicht, aber. Also, mehr dazu kann ich sagen. Ich hoffe, ich rede hier nicht 2 Minuten für Stuss. Also gut, mache ich aber dass es auch aufnimmt. Denn ich bin mir nicht sicher, ob das Mikro ist ja auch mit USB angeschlossen und ich habe auch dass das Mikro nicht mehr aufgenommen wird. Aber gut. Wir sehen es dann. Ich sehe es dann. Aufnehmt euch und dann kann ich das mit VLC Player, wie er heißt, nachsynchronisieren. Soundtrack ist genial gemacht hier. Wie heißt das? Daunted Androdi oder wie heißt? Das ist ein altes ländliches Lied. Traditionelles Lied im mittleren Westen, glaube ich, in Amerika oder sonst im ländlichen Gebiet. Das vom Text hier gleich ist, aber neu interpretiert und passt sehr gut. Das habe ich ja auch im Abspann. Ja, also gut, ich dachte vom Gefühl her, dass ich hier nochmal das ganze Schiff machen muss. Hätte mir auch nichts ausgemacht. Ich habe ja vor ein paar Wochen den vorerst letzten Part auf YouTube hochgeladen und dachte, ja, jetzt will ich das mal weitermachen und ja, dachte mir, also ein paar Stunden hast du. Aber nein, ich habe jetzt 2 Parts gemacht. Macht ja auch nichts, ich meine, die übrige Munition, bessere Pistolenmunition für Evelyn, dann die restliche Schrottmunition auch und dann ging es weiter mit dem Maschinengewehr. Also ich habe mir sehr, sehr viel Munition eigentlich unnötig aufgespart, aber es ist eben so, ich versuche eben mit Bomben und Fallen die Gegner meistens auszutricken. Ich bin der erst ganz am Schluss mit der Maschinenpistole und da reingeht, auch wenn ich in einem Spiel gut, ja, das habe ich auch gemerkt bei Resident Evil 8. Ich bin da noch lange beim ersten Durchlauf, lange bin ich mit Pistole rumgefuchtelt, bis ich dann gedacht habe, nee, komm, jetzt kommen mehr als 2 Gegner auf einmal, jetzt haust du mal die Schrotflinte rein und ja, dann geht's schon schneller, aber gut. Ich muss auch sagen, beim ersten Drittel oder ersten Film von Resident Evil 8, weil wenn ich jetzt Resident Evil 8 thematisiere, ist einfach aktueller. Ja, haust du einfach mehr weg als mit der Pistole. Aber bei Resident Evil 8 kommt noch viel mehr. Also habe ich gedacht, ich habe das letzte Wochenende so Resident Evil 8 gesucht. Also ich jetzt ein bisschen Mühe hatte, ja, ich war mir gewohnt, Pistole aufzurüsten, aufzupimpen und das alles. Da merkt man, Resident Evil 7 ist da sehr, sehr auf die Basics noch. Da hat Resident Evil 8 sehr viel von Resident Evil 4 übernommen, ist ja auch kein Geheimnis. So! Ich finde, ich habe alles gesagt.
ob auf, ich nehme überhaupt auf. Also ich sehe jetzt Fab-Symbol, aber ich frage mich, ob die Stimme auch aufgenommen wird. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig mit Reden. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob ich am Anfang das jetzt weiß gesagt, ja, das und das werde ich dann im Reddit erwähnen. Und falls ich das jetzt nicht gemacht habe, tut mir leid. Ich weiß auch nicht mehr, was ich vor 2 Jahren da geredet habe. So, wie sieht's aus? Natürlich schätze ich all die Mitarbeiter, aber ich weiß nicht, ob mein Gelaber überhaupt aufgenommen wird, bin ich da skeptisch, das lange laufen zu lassen. Ich bin echt erstaunt, dass ich hatte wirklich gedacht, man muss ja das Schiff 2-mal durchspielen, ne? Einmal als Ivan und einmal als Mia. Und ich hatte jetzt wirklich im Gedächtnis, dass ich erst mit Mia das gemacht habe, aber mit Ivan war ich dann schon durch. Ja, was soll man dazu sagen? Ich habe nicht viel zu sagen. Was gesagt, Resident Evil, eines meiner liebsten Resident Evil Spiele. Das wirklich. Ich glaube, ich spiele es danach nochmal durch. Ich meine, ich habe jetzt 2 Jahre nicht mehr gespielt und das kurze Ende hier, ich glaube, das spiele ich nochmal durch. Resident Evil 8 habe ich letztes Wochenende durchgesuchtet. Sehr gut gespielt. Und weil ich das jetzt aufnehme, werde ich das jetzt nicht nebenbei noch spielen. Dafür mache ich jetzt hier, glaube ich, noch eine Runde. Ja. Sei mal ehrlich, ohne aufnehmen kannst du dich einfach ein bisschen mehr konzentrieren, du kannst ein bisschen mehr durchrushen, ne? Nichts vorlesen und so, nicht, dass ich es nicht gerne machen würde, aber you know what I mean. Also, sieht aus, als wäre das Ending da, ja, wir haben ja das gute Ending, das Mia-Ending durchgespielt und Spoiler, das ist auch das Canon-Ending. Weil in Resident Evil 8 Mia ja lebt. Auf jede Art und Weise. Havok! Das gibt's auch schon seit etwa 20 Jahren. Simpligon. Weiß ich nicht mehr, was es ist, aber Havok ist dazu zuständig, dass alles so fällt, wie es sein soll, ne? Die Fallphysik. Also wenn ein Gegner eine Treppe runterfällt, wenn du ihn nach oben schaust, dass der richtig runterfällt. Auch Gegenstände, Bälle und Würfel und alles, was kein Halt mehr hat in der Spiellogik, dass es auch physikalisch richtig fällt und alles. Ja. Da sieht man mal, wie viele Leute an so einem Spiel dran sind. Ein richtiger AAA-Titel, was ganz anders als ein Phasmophobia. Weil ich Phasmophobia extrem empfehlen kann, ich spiele es regelmäßig. Ja. Ich finde, ich weiß nicht, vielleicht werde ich dann noch den DLC spielen. Let's Play. Ich hab's da nicht im Sinn. Ist ein bisschen zu käsig. Ja, also Minispiele-mäßig. Ein DLC ist ja wie man als Chris Redfields Gruppe noch Lukas tötet, der wird ja auch noch ein Mutant und so. Gut, Stabilisator, bin eh nichts dafür. Spielweise 9 Stunden, ja gut, ich hab's auch schon mal. Ja, eine durchschnittliche Zeit, ich halte sie schon mal länger, schon mal weniger. Aber alles gut soweit, ich bin zufrieden. Eigentlich im Großen und Ganzen. So. Ich dachte kurz noch was schauen. So, ich glaube, das Schauen hat sich erledigt. Ja. Also, es hat aufgenommen. Nur hatte ich da beim Aussetzen, beim Evelyn-Kampf, wo ich kommentiert habe, hat es... Ist die Videodatei fehlerhaft? Naja, macht ja nichts. Während des Bosskampfs muss ich ja eh nicht viel reden. Ein paar dumme Sprüche, die aber niemanden interessieren wird. Nein. Also wir haben nur noch Zusatzinhalt. Was ist denn hier los? Bandit Footage. Ach, das sind ja... Nee, das mache ich. Ich habe
Vielleicht kommt es irgendwann. Also ich könnte es dann auch schreiben, aber ich weiß, dass Let's Plays eh nicht so wahnsinnig beliebt. Also hätte ich da wahrscheinlich nichts mehr bringen. Dafür kommt da irgendwann auch Resident Evil 8. Also, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ein paar wenige zugeschaut haben. Bin ja glücklich über und dankbar für jeden Einzelnen, der außer mir da Aufmerksamkeit gibt. Und wie gesagt, ich bin offen für Kritik, wenn jemand sagt, nö, total, ich schaue es überhaupt nicht wegen dem und dem Grund. Aber ansonsten, wirklich, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Let's Play. Und ich schaue das von vorne nochmal. Also, bis dann und tschüss. Go, tell and Rhodey. Go, tell and Rhodey. Go, tell and Rhodey that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole. A prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. She's done, he'll be tried.